Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video für das Projekt Starke Stimmen von Frauen für Frauen. Ich habe diese Plattform ins Leben gerufen, um Frauen zu ermöglichen, voneinander zu lernen, gerade was die Themen Frau sein, Mutterschaft, Geburt angeht. Ja, und ich freue mich, euch heute die Marietta vorstellen zu können. Marietta hat mit 22 Jahren schon ihr erstes Kind bekommen und damals eine traumatische Beleggeburt erlebt, von der sie auch erzählt, und konnte dann aber später mit ihrem zweiten Kind eine Hausgeburt erleben, die sie als wunderschön empfunden hat. Ja, und sie berichtet auch von ihrer Schwangerschaft, davon, dass sie sehr starke Hyperemesis hatte bis zur 30. Woche, also übermäßiges Erbrechen. Und sie berichtet, wie ihre Geburt begann, nämlich mit einem vorzeitigen Blasensprung, dass sie auch mitunter sehr starke Schmerzen hatte, weil der Muttermund manipuliert wurde. Ja, und es ist so eindrücklich, was sie noch beschreibt, was sie so nebenher wahrgenommen hat. Also zum Beispiel das Ticken der Uhr und Dinge, die ihr so besonders präsent gewesen sind bei der Geburt. Es ist wirklich spannend, wie sensitiv und sensibel wir Frauen unter der Geburt sind, und die Marietta kann das ganz toll in Worte fassen. Ja, und sie erklärt auch, dass sie sich bei ihrer ersten Geburt oft schuldig gefühlt hat gegenüber dem Personal, weil sie das Gefühl hatte, sie macht Umstände. Ja, und dass sie darunter gelitten hat, dass sie gar keinen Kontakt zu ihrem Baby hatte. Und sie spricht auch das Thema Hypnobirthing an. Hypnobirthing kennt ihr bestimmt schon, das wurde von Marie Mongen entwickelt. Es gibt ein schönes Buch dazu, das findet ihr auch unten in der Infobox. Und zwar bezieht sie sich auch auf die Erkenntnis von Grantley DeGreed. Und dieses Buch von ihm, Mutter werden ohne Schmerzen, das erwähnt die Marietta auch. Ich habe das damals ebenfalls gelesen. Und das war genau wie für Marietta für mich eine totale Transformation. Und ich konnte gar nicht fassen, dass es keine Grundlektüre ist für Frauen. Und zwar, ich erzähle es euch ganz kurz, der Grantley DeGreed war ein englischer Geburtshelfer. Und er hatte 1913 ein ganz prägendes Erlebnis. Er war nämlich zu einer Geburt gerufen worden und wollte gerade das Chloroform auspacken, so wie bei allen Hausgeburten, die er begleitet hat. Und die Frau hat es aber abgelehnt. Und er hat auch nicht erkennen können, dass sie schreckliche Schmerzen gelitten hätte, und hat völlig fasziniert die Geburt beobachtet. Ja, und als das Kind dann da war, hat er sie dann völlig fassungslos gefragt, ob es denn gar nicht wehgetan hätte. Und die Frau hat nichts gesagt, außer, nein, aber das sollte es doch auch nicht, oder? Ja, und dieser Satz hat ihn so sehr zum Nachdenken gebracht, dass er seine ganze Geburtshilfe umgestellt hat und die Theorie des Angstverkrampfungsschmerzkreislaufs ins Leben gerufen hat. Und zwar, dass Frauen, wenn sie Angst haben, ganz physiologischerweise verkrampft sind, dass Verkrampfung Schmerz bedeutet. Weil wenn die Muskeln verkürzt sind, verkleinert sich natürlich auch der Beckenausgangsraum, und das verursacht unweigerlich Schmerzen, weil Geburt ein Prozess ist, wo es um Weitwerden und Loslassen geht. Ja, und beim Thema Hypnobirthing geht es eben darum, die Ängste mit Hypnosetechniken systematisch abzubauen. Und der Fokus wird da auch sehr auf Atemübungen, auf Entspannungsübungen und auf Konzentrationsübungen gelegt. Also wie gesagt, ihr findet den Link unten in der Infobox. Das Buch von Grantley DeGreed ist leider vergriffen, aber es gibt es manchmal auch noch bei Amazon. Ich verlinke es euch mal. Ihr müsst schauen, ob ihr da Glück habt oder ob ihr es über eBay Kleinanzeigen zum Beispiel findet oder über eBay. Es lohnt sich wirklich, auch wenn es ein sehr altes Buch ist. Zurück zu Marietta. Marietta hatte beim zweiten Kind eine Hausgeburt im Pool, in ihrem Geburtspool. Und ihr werdet es merken, Marietta hat eine ganz besondere, präsente Art zu erzählen. Es ist eine richtige Freude, ihr zuzuhören. Und beschreibt aber auch bei dieser Geburt, die sie als so wunderschön empfunden hat, was sie zwischendurch manchmal gestört hat. Also, ich bin ganz fasziniert von ihrer Klarheit und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit ihrer Geschichte. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann teilt das Video gerne weiter, wenn es euch geholfen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Darüber freuen wir uns. Marietta wird auch die Kommentare lesen. Also, wenn ihr wollt, dann stellt ihr gerne Fragen. Viel Spaß. Hallo, ich bin Marietta. Ich freue mich, dass ich heute bei diesem wunderschönen Projekt von Lara mitmachen kann. Ich finde, das ist eine wunderschöne Idee. Ich hätte mir das vor meiner ersten Geburt auch gewünscht, dass ich vielen, vielen Frauen dabei zuhören kann, von ihren Geburtserfahrungen, vor allen Dingen von ihren bewussten Geburtserfahrungen. Ja.
Ja, ich habe zwei Kinder geboren. Die erste Geburt war im Krankenhaus mit einer Beleghebamme und war sehr, sehr traumatisch für uns alle, für meinen Mann, für mich und für meine Tochter. Und die zweite Geburt, die 4 Jahre später war etwa, war eine unglaublich erfüllende, transformierende Geburt. Die war für uns alle sehr, sehr stärkend. Ja, ich möchte von beiden Geburten erzählen. Im Übrigen, wenn ich jetzt immer so mache, ich sitze hier zu Hause bei uns im Garten und es ist alles voller Mücken. ja, ich hoffe, das stört nicht so sehr. Genau, ich möchte von beiden Geburten erzählen. Ich möchte eigentlich gerne von der traumatischen Geburt gar nicht so viel jetzt erzählen, wie schrecklich das war und so. Aber trotzdem ist es vielleicht wichtig, den Kontrast zu sehen, dass ich halt beide Seiten kenne und dass die zweite Geburt nur deswegen auch so bewusst wurde, eben weil ich durch die erste Geburt sehr bewusst gemacht wurde. Genau, also ich fange einfach mal mit der ersten Geburt an. Ich bin mit 22 überraschend schwanger geworden. Also wir haben uns sehr gefreut. Ich habe mir eigentlich schon viel früher Kinder gewünscht und dachte, ach, erst Studium fertig bringen und so. Ja, dann waren wir plötzlich schwanger und ich habe mich sehr gefreut. Wir haben uns beide sehr gefreut. Leider hatte ich eine sehr starke Hyperemesis. Also ich habe sehr viel in den ersten, bis zur 30. Woche habe ich mich täglich übergeben. Und in den ersten 20 Wochen waren es mehr als 20 Mal am Tag. Ich konnte, also es blieb nichts drin. Ich konnte zum Schluss nicht mal mehr Flüssigkeit in mir behalten. Es war sehr dramatisch, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war ich durch diese Schwangerschaft, also ich habe eigentlich ab der 30. Woche die letzten 10 Wochen genossen, essen zu können. Und das Thema Geburtsvorbereitung konnte ich nicht so intensiv angehen, wie ich mir das gewünscht hätte, zumal ich auch nicht ein Umfeld hatte, was mich in einer selbstbestimmten Geburt bestärkt hätte. Meine Mama ist Krankenschwester und hat über 20 Jahre auf der Entbindungsstation gearbeitet und ich war als kleines Mädchen auch immer auf den Entbindungsstationen und habe mitbekommen, was so Standard ist und ich wusste immer, so möchte ich das nicht, aber ich wurde halt auch, die Angst hat mich halt auch begleitet. Ich wusste halt, wie viele Kinder sterben und wie dramatisch Geburten sein können. Das wusste ich von meiner Mutter und ich hatte nicht die Kraft, durch diese heftige Schwangerschaftsübelkeit mich diesen Ängsten zu stellen. Vielleicht hatte ich auch deswegen die Übelkeit, ich weiß es nicht. Ich hatte eigentlich in mir das Vertrauen, so bin ich in die erste Geburt gegangen, dass das alles natürlich ist und ich habe eine sehr starke Intuition, ich glaube auch damals schon, und hatte einfach das Vertrauen, ich werde in die Geburt gehen und mein Körper weiß dann schon, was zu tun ist. Ich habe mir eine Beleghebamme genommen und muss aber dazu sagen, dass ich mich von Anfang an unwohl mit ihr fühlte. Nicht, dass ich sie jetzt irgendwie unsympathisch fand, aber ich wurde nie richtig warm mit ihr. Aber ich war damals noch zu freundlich und zu höflich, als dass ich dazu gestanden hätte und gesagt hätte, okay, ich suche mir vielleicht doch noch mal eine andere Hebamme. Da war ich noch nicht radikal genug, wirklich nach meinen intuitiven Erkenntnissen wirklich auch zu handeln. Ich hatte zwar eine starke Intuition, aber ich habe damals noch nicht es verstanden, wie wichtig es ist, dass ich auch danach lebe und danach handle. Genau. Ja, die Geburt begann. Einen Tag nach dem errechneten Geburtstermin habe ich mich abends hingelegt, habe das Licht ausgemacht und in dem Moment macht es Platsch. Und mein ganzes Bett war klitschnass und ich hatte einen gewaltigen Blasensprung, mit dem ich wirklich absolut nicht gerechnet habe. Ich begann auch am ganzen Körper zu zittern. Ich war total aufgeregt und ich war auch an diesem Tag sehr entkräftet und müde, weil wir an dem Tag noch viele Menschen getroffen hatten. Es war mir eigentlich alles zu viel. Und ja, nun war da dieser Blasensprung und ich rief sofort meine Hebamme an. Einfach weil ich unsicher war, was ich jetzt tun kann. Und sie kam dann auch und meinte, ach, der Muttermund ist noch total zu, warte mal erst, bis die Wehen kommen. Aber ich hatte die ganze Zeit den Wunsch, ich will jetzt sofort ins Krankenhaus fahren, weil ich wusste, ich kriege im Krankenhaus mein Kind und ich konnte mich erst fallen lassen, wenn ich in dem Raum war, wo ich mein Kind gebären sollte. Ich wäre natürlich viel lieber zu Hause geblieben. Das war, ja, das
so schlau ist man dann bei der zweiten Geburt, das zu beachten. Ich wusste, ich kann mich hier zu Hause nicht entspannen, wenn ich noch die 20-minütige Fahrt ins Krankenhaus habe. Also sind wir gleich ins Krankenhaus gefahren und dann war ich in diesem Kreissaal und hatte natürlich null Wehen mehr. Ich war ganz klassisch völlig außer Rand und Band, das war mir alles zu viel, hatte auch auf der Fahrt dahin ständig übergeben müssen. Ja, und es zog sich dann durch die gesamte Nacht, also der Blasensprung war abends etwa um 21:30 und als dann morgens um 5:30 der Muttermund immer noch total verschlossen war, wurde mir dann eine Wehenschwäche diagnostiziert. Ich muss dazu sagen, dass ich jede einzelne Wehe furchtbar fand, weil meine Hebamme hat bei jeder Wehe mit den Fingern zum Schluss versucht, den Muttermund aufzudehnen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt. Ich finde, das ist eine sinnlose, höllische Sache. Bei jeder Wehe diese Finger drin und sie hat die aufgedehnt. Und das tat so doll weh, dass ich, ja, also ich hatte Angst vor den Wehen. Ich bin verkrampft, ganz klassisch. Hatte Angst, wollte weg und die ganze Zeit war das Gefühl, mir hier ist was falsch. Ich weiß noch, dass ich morgens, es nieselte so, habe ich rausgeguckt und da lief eine Frau über den Hof und ich habe mir gewünscht, dass ich jetzt einfach hier aus dem Fenster rauskletter, mich hinter irgendeinem Baum hocke und mein Kind alleine kriege. Ja, also, ja, und die Momente auf der Toilette waren für mich ein Segen. Ich habe mich dann immer eingeschlossen und habe mit Absicht ganz lange gebraucht, einfach weil ich da meine Ruhe hatte. Genau, ich hatte eigentlich die ganze Zeit nichts weiter im Sinn, als ich wollte schlafen. Ich war müde und ich hätte mich am liebsten hingelegt und geschlafen. Aber die ganze Zeit waren Menschen im Raum. Ich lag in der Mitte des Kreissaals, alle Blicke auf mich gerichtet und das Licht war an. Und die ganze Zeit tickte die Uhr. Und das hat mich auch beschäftigt, diese Uhr. Die Uhr, die permanent im Fokus war. Ja, mir wurde dann also Wehenschwäche diagnostiziert, dann bekam ich einen Wehentropf. Das hat allerdings fast eine halbe Stunde gedauert, bis sie mir die Vene legen konnten, weil ich, ja, bis sie mir den Wehentropf legen konnten, weil sie haben nicht meine Adern getroffen. Ich habe so Schlupfwehen oder wie man das nennt. Das heißt, zwei Ärztinnen und meine Hebamme haben probiert, krampfhaft mir die Nadel in die Ader zu stechen. Und ich war wirklich am Ende an beiden Armen blau gestochen. Ich sah aus wie geschlagen. Und dann hatte ich halt den Wehentropf und da begann eigentlich für mich so diese, ich glaube, ab diesem Punkt ist ein Teil von mir nicht mehr anwesend gewesen. Die Wehen von dem Wehentropf, die waren gefühlt, gingen bis in den Kopf. Ich hatte das Gefühl, als wenn man Lautsprecher so laut aufdreht, dass man eigentlich sich die Ohren zuhalten möchte, aber man kann sie nicht zuhalten. So war das für mich. Also die haben mich, mein Körper hat darauf ganz krass reagiert. Die waren wie Hammerschläge, die Wehen. Ich habe das gar nicht ausgehalten, aber sie haben immer weiter aufgedreht, weil der Muttermund immer noch zu war. Und dann wurde mir gesagt, dass ich zu sportlich sei und der Beckenboden eben zu fest. Und ich habe einfach ganz da verkrampft. Ja, und dann zum Schluss war das dann, also dann begann irgendwann die Presswehen und ich wurde auch richtig doll angeheuert jetzt zur Presse und ich habe auch die Ärztin und die Hebamme verstanden, die waren ja total überfordert mit mir, was sollen sie machen mit einer Frau, die da, wo der Muttermund kein bisschen aufgeht, also ich hatte die ganze Zeit auch irgendwie Mitgefühl mit den anderen und fühlte mich so ein bisschen schuldig, dass ich jetzt hier solche Umstände mache. Also die ganze Situation war irgendwie so komisch. Ich habe diesen beiden Frauen, der Ärztin, meiner Hebamme, so viel Umstände gemacht und wollte eigentlich am liebsten nur alleine sein. Die ganze Situation war für mich sehr abstrakt und nicht so richtig zu fassen. Ja, mir taten die Arme sehr weh, weil sie so blau gestochen waren und ich hatte überall Blutergüsse und dann, ich kann mich nur noch erinnern, dass dann halt meine Beine, ich lag dann so in dieser typischen Krabbelkäferstellung, meine Beine angewinkelt auf dem Rücken liegend, die Ärztin drückte von oben auf meinen Bauch, das tat viel weh, also sie schob das Kind von oben raus und unten wurden meine Beine festgehalten. Ja, und dann habe ich plötzlich einen fiesen Schmerz gehabt in meinem Damm und ich sah nur noch Blut spritzen und jemanden laut Scheiße rufen. Und da hat meine Hebamme, das habe ich erst irgendwie ein paar Minuten später mitbekommen, dass meine Hebamme dann mir einen Dammschnitt gemacht hatte. Aber in dem Moment, dass der Kopf von meiner Tochter zurückging und irgendwie alles
voll spritzte das Blut und es tat halt wirklich total weh. Und da bin ich irgendwie halb in Ohnmacht gefallen. Also da wurde ich dann auch immer wieder wachgeklopft und sollte den anderen in die Augen gucken. Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen so in Kurzform die Geburt. Und als dann meine Tochter geboren war, war ich einfach nur noch erschöpft und benommen. Ich habe mich natürlich intensiv gefreut, hatte aber nicht so richtig Zeit, das alles aufzuarbeiten. Wir waren dann noch eine Nacht im Krankenhaus und ich wollte so schnell wie möglich nach Hause. Ich durfte das eigentlich nicht, weil ich hatte dann noch so Geburtsverletzungen. Die Naht war sehr intensiv und sollte überwacht werden und ich konnte meine Blase nicht entleeren, weil die so viel Druck abbekommen hatte. Ich habe mich dann aber wirklich, ich habe dann unterschrieben und mich auf eigene Verantwortung entlassen lassen. Und als ich zu Hause war, wir waren so glücklich. Wieder zu Hause in der Ruhe. Ja, meine Tochter hat dann die ersten Monate jeden Abend über 2 Stunden geschrien. Sie hat sehr viel geschrien und im Nachhinein kann ich sagen, bin ich in eine tiefe Depression gefallen. Also ich habe die ganze Geburt, ich war danach wie, als würde mir etwas genommen werden oder als wäre ein Teil von mir die ganze Zeit fassungslos gewesen. Ich fühlte mich entwürdigt und gebrochen. Ja, ich glaube, die Geburt hat einen Teil in mir zerbrochen. Und ich glaube, was ich am allerschlimmsten für mich persönlich empfand, war, dass es alles so normal war, dass meine Hebamme auch danach immer lieb und freundlich war und meinte, ja, wunderbar, dass du keinen Kaiserschnitt hattest, dass wir es so geschafft haben und dass ich eigentlich auch von anderen Frauen nur gehört habe, dass das, was ich erlebt habe, völlig normal ist. Wehentropf, Kristellern und Dammschnitt und so eine Sachen ist ja jetzt keine Seltenheit. Und wenn ich jetzt das erzähle, werden bestimmt viele von euch auch sagen, ja, kenne ich alles. Und dass das so normal war, das hat mich so erst recht noch mit meiner Trauer nicht umgehen können, weil ich habe mich dadurch auch nicht getraut, meine Geburt, also das Schreckliche an der Geburt für mich aufzuarbeiten, weil ich immer dachte, meine Güte, das hat doch jeder erlebt, was hast du denn jetzt, warum hast du dich denn so, Geburt ist nun mal so, aber ich wusste tief in mir, nein, so ist Geburt nicht und ich weiß auch, dass ich zu etwas anderem fähig gewesen wäre und dass wahrscheinlich auch jede Frau zu etwas anderem fähig ist. Ja, und auch das zum Beispiel, dass unsere Tochter so viel schrie, dass auch viele sagten, das sei normal und ihr sollt euch da nicht so überempfindlich geben. Und ich wusste, nein, das ist nicht normal. Sie hat wirklich extrem viel geschrien. Und ja, ich habe durch diese Zeit sehr viel über mich gelernt. Wir haben sehr viel über unsere eigene Hochsensibilität gelernt. Ich habe mich dann sehr mit dem Thema auch befasst. Und habe mich dann, ich glaube, das begann so nach einem Jahr nach der Geburt, habe ich mich durch alle Geburtslektüre gefressen, die ich eigentlich nur finden konnte. Ich habe ganz viel gelesen. Also die ganzen Klassiker über Geburt. Und bin dann auch zu dem Buch Hypnobirthing gekommen. Ich kannte das vorher noch gar nicht. Ich hatte davon noch nicht mal gehört. Ich hatte, wie gesagt, in meinem Umfeld aber auch keinen. Also dadurch, dass ich 22 war in der ersten Schwangerschaft, waren meine ganzen Freundinnen und so, da war ich die Erste. Im Geburtsvorbereitungskurs war ich immer das junge Küken. Und wenn ich Fragen gestellt habe, wirkte ich fast immer schon so ein bisschen übervorsichtig, also oder als wenn ich zu viel wissen will. Also ich war echt neugierig, aber meine Fragen wurden nie so richtig beantwortet. Und Hypnobirthing, als ich das Buch gelesen habe, habe ich meine Geburt aufarbeiten können. Also für mich war das für die Aufarbeitung meiner ersten Geburt so hilfreich, dass ich verstanden habe, was da eigentlich geschehen ist. Also dass es ist ja eigentlich auch so simpel, eigentlich ist es ja auch nichts Neues, aber dass da wirklich schwarz auf weiß nochmal stand, wie wichtig es ist, dass eine Frau sich während der Wehen und während der Geburt entspannen kann und dass Angst eben die Geburt einfach mal hemmt. Und ich habe halt auch gemerkt, ich war eigentlich die ganze Zeit im Kreis im Fluchtmodus. Ich wollte weg. Ich wollte dort nicht sein. Ich wollte weg. Und habe natürlich deswegen keinen einzigen Zentimeter meines Muttermundes öffnen können. Ich konnte mich und wollte mich dort nicht öffnen. Und vielleicht hätte ich es geschafft, wenn ich mir dessen schon bewusst gewesen wäre, aber das war ich nicht. Genau, ich habe dann Hypnobirthing gelesen und das hat mich, ich musste so viel weinen, ich hatte so viel Hoffnung bekommen. Und das war für mich
das war für mich einfach so dieses Ja zu, okay, ich bekomme noch mehr Kinder. Ich weiß, die nächste Geburt, die wird anders. Und ja, ich habe mir dann auch, also Hypnobirthing basiert ja eigentlich auf den ganzen Erfahrungen von Grantley Dick Reed. Mutter werden ohne Schmerzen heißt, glaube ich, das Buch. Das habe ich mir damals gekauft. Das ist ein ganz altes Buch. Das habe ich gelesen und ich kann das echt nur jeder Schwangeren empfehlen. Ich finde das so schön, von einem Arzt zu lesen, der als Pionier in seiner Zeit Frauen beobachtet, wie sie ganz natürlich und entspannt ihre Kinder bekommen. Ich habe mich gefragt die ganze Zeit, hä, warum habe ich davon nie was gehört in keinem Geburtsvorbereitungskurs, keiner Ärztin, warum ist das nicht Standardlektüre? Ich habe mich also unglaublich gefreut und in der Zeit hatte ich natürlich auch schon ein ganz anderes Umfeld, kannte viele andere Mütter mit Kindern und kannte dann auch einzelne Hausgeburtsmütter und ja, da ist dann ordentlich was in Bewegung gekommen in mir. Ja, ich habe also durch die vielen Bücher, die ich gelesen habe und Filme, die ich geschaut habe und auch Gespräche, die ich gehabt habe, sehr viel mehr Mut bekommen. Ich habe natürlich auch, wie man halt so weiter wächst, auch innerlich ist viel geschehen und als ich dann wieder schwanger wurde, da bin ich also schon mit einer ganz anderen Vorbereitung in die Schwangerschaft gegangen. Oh, jetzt kommt unser Kater. Oh, ich hoffe, dass er ja, das war jetzt gerade kurz unser Kater. Der wollte auch mit aufs Video. Genau, also ich hatte schon eine ganz andere Vorbereitung. Als ich dann schwanger war, hatte ich leider wieder eine sehr starke Hyperemesis. Diesmal nicht so stark wie in meiner ersten Schwangerschaft. Also ich habe nur etwa bis zur 20. Woche oder so mich übergeben müssen. Und ich war auch innerlich viel positiver. Also von den gesamten Rahmenbedingungen war eigentlich diese Schwangerschaft und Geburt wieder recht ähnlich. Aber ich habe alles irgendwie positiv selbstbestimmt in Erinnerung und es war alles im Fluss, es war alles gut, so wie es ist. Ich konnte mich auch mit der Übelkeit gut arrangieren. Ich habe mich einfach ins Bett gelegt und das Beste draus gemacht. Und es war natürlich für meinen Partner auch total anstrengend. Er hatte sich dann nicht nur um mich zu kümmern, sondern auch um meine Tochter, um unsere Tochter. Ja, ich habe mir dann eigentlich meine Wunschgeburt in der Schwangerschaft schon vorgestellt. Ich wusste, ich möchte im Meer gebären. War dann drauf und dran, dass wir ans Meer fahren. Aber dann habe ich mich doch dafür entschieden, lieber zu Hause zu bleiben, weil dann, wenn wir ans Meer gefahren wären für die Geburt, hätten wir wieder irgendwo anders hinfahren müssen. Und das hätte ich mir dann über mehrere Wochen gewünscht. Und so viel Geld hatten wir damals nicht. Oder wir hatten keine Möglichkeit, so lange ans Meer zu fahren. Also haben wir uns einen Geburtspool gekauft. Also den hat uns ein Freund geschenkt. Und ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe auch sehr viel... Also ich habe auch eine Hausgeburtshebamme gefunden, was gar nicht so leicht war, auch wenn wir damals auch in der Großstadt wohnten. Und habe mich sehr gefreut und auf eine Hausgeburt vorbereitet. Es war für mich klar, ich bleibe zu Hause, ich möchte diesmal nicht nochmal irgendwo hinfahren. Ich habe darüber allerdings mit niemandem gesprochen, außer natürlich Freunden, aber in meiner Familie habe ich darüber mit niemandem gesprochen. Ich wusste genau, dass ich die Diskussion nicht möchte. Ja, dann... rückte der Termin näher und die Schwangerschaft verlief unglaublich schön sonst. Also ich hatte überhaupt keine Schwangerschaftsprobleme. Ich fühlte mich total rundum wohl. Ich hatte allerdings wieder einen sehr kleinen Bauch. Das war schon bei meiner ersten Schwangerschaft so. Meine Tochter, also mein erstes Kind, wog übrigens auch 4 Kilo. Was alle auch erstaunt hatte im Kreissaal, denn ich hatte einen sehr kleinen Bauch. Und für eine Erstgebärende 4 Kilo ist natürlich auch ein ordentlicher Brocken. Diesmal war mein Bauch also wieder sehr klein bei der zweiten Schwangerschaft. Aber alles gut, ich habe mich gefreut. Es passierte eigentlich genau das gleiche wie bei der ersten Geburt. Ich habe 2 Tage vor dem errechneten Termin, wollte ich gerade ins Bett gehen, als ich spürte, dass Flüssigkeit aus mir ausläuft. Und ich habe gemerkt, das ist Fruchtwasser. Die Blase war also wieder gesprungen. Diesmal nicht so doll wie beim ersten Mal, deswegen war ich so ein bisschen unsicher. Aber ich wusste dann, okay, jetzt geht es bald los. Und diesmal wollte ich aber nichts überstürzen und habe mich einfach ins Bett gelegt und dachte so, ich muss jetzt Schlaf nachholen, ich lege mich hin und schlafe. Ich konnte aber natürlich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war irgendwie doch sehr aufgeregt und hatte schon hin und wieder einige Wehen. Habe aber versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe auch in der Schwangerschaft, genau, das habe ich noch vergessen zu sagen, ich habe
mich mit der Atmung, die bei Hypnobirthing gelehrt wird, intensiv beschäftigt. Ich habe die auch geübt und habe die auch sofort angewendet während der Geburt und das war für mich der Anker. Also ich habe mich eigentlich über den gesamten nächsten Tag so geatmet. Also der Blasensprung war an einem Sonntagabend und den ganzen Montag habe ich im Bett gelegen und geatmet und geatmet. Da waren die Wehen aber nur leicht. Also das war jetzt nicht irgendwie etwas schon Intensiveres, aber ich wollte irgendwie im Bett liegen bleiben. Ich hatte meine Hebamme dann angerufen irgendwann nachmittags und ihr gesagt, ich hatte gestern einen Blasensprung, ich möchte aber jetzt nicht extra ins Krankenhaus. Und sie meinte, naja, wenn das nur so ein bisschen Fruchtwasser war, dann ist das ein hoher Blasensprung und hoher Blasensprung ist für sie kein Blasensprung. Das ist wohl irgendwie ihr Spruch gewesen. Und als ich dieses Okay von meiner Hebamme hatte, ach, ganz entspannt, du musst jetzt nicht gleich ins Krankenhaus. Da hatte ich irgendwie so meinen Freifahrtschein. Da ist in mir was so richtig, oh, da konnte ich so richtig loslassen. Also meine erste Geburt war ja, meine Tochter ist 14 Stunden nach Blasensprung geboren. Und da war ja schon richtig Druck in der Klinik. Also das war schon viel zu lang. Sie sollte eigentlich spätestens 12 Stunden nach Blasensprung geboren sein. Und jetzt waren ja schon 12 Stunden weit überschritten. Ich war jetzt schon fast 24 Stunden nach diesem Blasensprung, der ja aber eigentlich ein hoher Blasensprung war. Und die Wehen waren immer noch so leicht. Und so bin ich eigentlich so durch den gesamten Nachmittag gegangen. Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte in den Pool. Und war dann noch mit meiner Tochter zusammen im Pool. Das war sehr schön. Es kam auch ein Gewitter, ein Sommerregen. Und wir haben einen dreifachen Regenbogen gesehen. Es war alles irgendwie so magisch. Und die ganze Zeit das Gefühl, genau so soll es sein. Also es war alles so, so stimmig. Mein Gefühl war, ja, alles ist gut. Und das ist etwas, was ich während der ersten Geburt an keinem Punkt hatte. Also es war einfach alles gut. Ich habe dann meine Tochter ins Bett gebracht noch abends und als sie eingeschlafen ist, begann die Wehen richtig stark zu werden. Ich glaube, da konnte ich erst so richtig loslassen. Ich wusste, okay, jetzt ist wirklich Ruhe. Und dann wurden die Wehen wirklich auch intensiv. Und ich war im Pool und war glücklich und habe geatmet und geatmet. Und mein Mann war einfach still neben mir. Hat sich auch so ab und zu mal eingeschlafen. Und irgendwann so um Mitternacht hatte ich das Bedürfnis, dann doch mal meine Hebamme anzurufen. Ich wollte irgendwie gerne doch wissen, wie weit ich bin. Und ich konnte selbst nicht so richtig tasten, wie weit ich bin. Ich wusste nicht, wie ich den Muttermund selbst einschätzen kann. Das würde ich mir für die nächste Geburt auch nochmal genauestens nochmal so angucken, wie man das so einschätzen kann. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie diese Angst, dass mein Muttermund immer noch geschlossen ist und ich jetzt hier die ganze Zeit totale Schmerzen habe und es gar nichts bringt, so wie bei der ersten Geburt. Also hat mein Mann meine Hebamme angerufen. Die hatte allerdings einen weiten Fahrtweg, eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Ja, und die ganze Zeit war das auch sehr magisch, weil es war in der Nacht Fußball-WM und da spielte Deutschland gegen, ich weiß nicht wen, ich kenne mich nicht so aus. Jedenfalls hat Deutschland auch gewonnen, dieses Spiel, 2014. Und die ganze Nacht johlten Tausende von Fans in unserer Stadt und ich hatte halt die Fenster geöffnet, weil es war so eine laue Sommernacht und ich fühlte mich so richtig wie angeheuert die ganze Zeit. So eine fröhliche, freudige Stimmung, das war richtig schön. Ja, und als meine Hebamme dann kam, hat sie den Muttermund getastet. Das war das einzige Mal, dass ich überhaupt vaginal untersucht wurde während der Geburt und auch nur, weil ich das wollte. Das war mir auch sehr wichtig. Ja, und sie hat gesagt, oh, in einer halben Stunde ist das Baby da, dein Muttermund ist völlig offen. Und das hat mich total geschockt. Ich weiß gar nicht, im Nachhinein verstehe gar nicht warum, aber ich wusste, das stimmt nicht. Und irgendwie hat mich das total rausgebracht. Plötzlich war wieder Zeit im Spiel. Plötzlich hieß es, in einer halben Stunde ist mein Baby da und ich weiß auch nicht warum, ich war nicht so weit. Ja, und dann passierte erstmal 6 Stunden lang nichts. Ich hatte qualvolle Schmerzen. Zum ersten Mal, bis zu diesem Punkt, hatte ich keine einzigen Schmerzen. Mein Muttermund war völlig offen und ich hatte es eigentlich gar nicht richtig mitbekommen. Und dann begannen Schmerzen und mir wurde heiß und kalt und also die klassische Übergangsphase eigentlich. Aber ich habe das nicht so richtig begriffen. Ich war plötzlich so doch unter Druck oder ich war ruhelos. Dann wollte ich ins heiße Wasser, dann wieder ins kalte, dann wollte ich raus. Und irgendwann hat meine Hebamme gesagt, okay, also wenn das jetzt nicht kommt, das Kind, muss ich dich doch ins Krankenhaus fahren, denn der Blasensprung ist jetzt schon zu lange her.
Und dann hat sie mich kurz alleine gelassen, ist ins Nebenzimmer gegangen und das war eigentlich das Beste überhaupt. Ich war dann alleine und das war das ja, Transformierendste während dieser gesamten Geburt. Ich hatte Angst, ich hatte wirklich wahnsinnige Angst. Ich hatte Angst, dass es alles so endet wie beim ersten Mal. Und habe richtig in mir gemerkt, wie ich, also ich hatte keine Kraft mehr. Ich hatte 2 Nächte lang nicht mehr geschlafen, war total müde und wollte nichts sehnlicher, als dass ich jetzt nicht gebären muss. Ich wollte einfach nur schlafen. Ich war wirklich sehr entkräftet. Ich hatte keine Ahnung, wo ich die Kraft hernehmen soll. Meine Hebamme hat es halt auch gemerkt, dass ich sehr entkräftet war. Und ich habe dann aber wie so eine Art, ja, Meditation gehabt oder so ein Gebet. Ich bin also ganz tief in mich gegangen und habe mir vorgestellt, wie wäre das jetzt, in die Klinik zu fahren. Und ich wusste, was dann passieren würde. Ich wusste, dass es sehr wahrscheinlich keine natürliche Geburt mehr sein würde und dass mir jetzt auch niemand helfen kann. Und die Erkenntnis in dem Moment, dass mir jetzt in diesem Moment niemand helfen kann, dass ich jetzt alleine gebären muss. Niemand anderes kann das. Das war irgendwie total, es klingt total simpel, aber das war für mich ganz wichtig. Ich habe mich in dem Moment entschieden, die Geburt jetzt zu beenden. Und auch trotz dessen, dass meine Hebamme da ist. Ich glaube, es hatte mich, auch wenn ich sie sehr mochte und sehr mag, rausgebracht, dass sie da war. Ich weiß zum Beispiel, dass mich ihr Parfümgeruch total durcheinander gebracht hat. Das hat mich total gestört. Ich bin auch leider sehr sensibel. Und ich habe aber in dem Moment entschieden, ich gebäre jetzt mein Kind. Und ja, ich war auch die ganze Zeit im Kontakt mit meinem Kind. Das war während der ersten Geburt auch nicht. Da war ich absolut nicht in Kontakt mit mir und meinem Kind. Ich war, glaube ich, gar nicht richtig anwesend. Und diesmal war ich voll anwesend. Ich habe diese Angst volle Kanne gespürt und habe sie aus mir heraus überwunden. Das ist ein Moment, den werde ich nie vergessen, weil ich habe die größte Angst. Ich finde, es hat schon etwas von Todesangst. Es ist eine existenzielle Angst, die während der Geburt auftaucht. Ich habe diese Angst aus mir heraus überwunden. Auch wenn ich nicht wusste, woher ich die Kraft nehmen soll, kam diese Kraft einfach durch mich durch, gar nicht aus mir heraus, als wäre das die Kraft des Universums, die plötzlich in mir war. Und mit dieser Entscheidung ging die Geburt sofort voran. Also das setzten ein paar Minuten später dann die Presswehen ein. Ich hatte allerdings fast 2 Stunden lang Presswehen. Ging sehr langsam voran, was aber auch gut war, denn der Schnitt von der ersten Geburt, der war sehr tief, sehr weit und die Vernarbungen waren so eng und so schmerzhaft, dass mein Damm sehr lange Zeit brauchte, um sich zu dehnen. Meine Hebamme hat während der Geburt dann auch gesagt, als sie den Schnitt gesehen hat, das müsste man anzeigen. Also sie war davon auch sehr schockiert und das hat mich irgendwie getröstet, weil das war zum ersten Mal jemand, der diesen Schnitt gesehen hat und gesagt hat, boah, Respekt und das ist nicht normal. Du musst jetzt dich nicht schlecht fühlen dafür, dass du Schmerzen hattest. Das ist auch arg, so ein Schnitt. Ja, und ich habe dann Stück für Stück unseren Sohn geboren. Es war wirklich Millimeterarbeit, aber auch ein gewaltiger Kopf. Es war ein riesengroßer Kopf. Und was ich während der gesamten Phase, aber auch, es war auch schon in der Zeit, bevor meine Hebamme da war, in der Zeit, ich fand das so wunderschön, dass ich zwar auch sehr intensive Wellen hatte und dass es auch zum Schluss wirklich weh tat, aber in den Wehenpausen hatte ich überhaupt keine Schmerzen und ich fühlte mich wunderbar. Das war bei der ersten Geburt auch nicht so. Da fühlte ich mich immer schlecht. Da tat mir alles weh, egal ob ich Wehe hatte oder nicht. Ich konnte das gar nicht mehr unterscheiden. Gerade mit dem Wehentropf. Das war einfach von oben bis unten zugedröhnt. Und ich habe also die Kraft der Pausen in meiner zweiten Geburt richtig zu schätzen gewusst. In den Pausen konnte ich mich so gut erholen. Und ich weiß, es gab einen Moment, da war der Kopf, der ging genau durch den Geburtskanal und der schaute auch schon so aus mir heraus. Und ich habe richtig in der Wehenpause aktiv mitgeschoben und spürte, wie dieser Kopf so ganz sanft nach außen glitt. Und ich fand es so magisch und so wunderschön, dass ich ausgerufen habe, oh, das ist ja göttlich. Ich habe das richtig geschrien, so ganz ekstatisch. Und meine Hebamme hat richtig gelacht und meinte, das hat ihr noch nie eine Frau während der Geburt gesagt. Und hat mich so angespornt und meinte, ja, das ist ein Wunder, was hier passiert. Und das war eigentlich so die Stimmung. Das war die ganze Zeit die Stimmung
voller Ehrfurcht. Hier passiert ein Wunder. Und das fand ich auch von meiner Hebamme auch so schön, dass sie das auch, wenn sie ja schon viele Geburten begleitet hat, mir das Gefühl gegeben hat, dass sie so viel Ehrfurcht vor dem hat, was hier gerade geschieht. Ehrfurcht und Respekt. Ich fühlte mich wirklich rundum wohl. Ich fühlte mich auch erkannt und unterstützt. Ja, und dann war es um 7 Uhr morgens. Meine Tochter wachte gerade auf und tippelte rüber, die paar Meter zum Pool. Und hat dann noch die letzte halbe Stunde der Geburt miterlebt. Das fand ich wunderschön, dass sie dabei sein konnte. Ich habe, glaube ich, ganz schön doll geschrien. Mir war das aber überhaupt nicht unangenehm. Über mir wohnte meine Freundin und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, das ganze Haus kriegt jetzt zwar mit, dass ich gebäre, aber ich fühlte mich irgendwie auch wohl, dass jetzt alle gedanklich bei mir sein können. Das war irgendwie so ein getragenes Gefühl auch. Ja, dann war der Kopf von meinem Sohn so geboren, dass er gerade, also ich weiß nicht, der Blick ging nach oben und er schaute aus dem Wasser, also von unten aus dem Wasser nach oben, direkt in die Augen meiner Tochter. Also meine Tochter ist der erste Mensch, dem er in die Augen geblickt hat. Und ich kenne irgendwie so diese Sage, dass die Kinder demjenigen, den sie zuerst in die Augen blicken, das ist so ihre aktive Bindungsperson. Und das ist auch wirklich so, dass unser Sohn, meine Tochter, also er liebt seine große Schwester über alles. Und sie muss immer dabei sein und das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Genau, das war für mich auch ein sehr bewegender Moment, wie die beiden sich in die Augen gesehen haben. Ja, und dann ging es aus meiner Sicht so schnell. Plötzlich war der ganze Körper geboren und ich war fassungslos, als mein Sohn da im Wasser schwamm und ich habe ihn zu mir gehoben, direkt auf mein Herz und ich war einfach nur überwältigt. Ich war vor allen Dingen überwältigt, wie viel Kraft ich hatte. Es war jetzt 36 Stunden her, seit die Blase gesprungen war und es kam mir gar nicht so vor. Ich hatte so viel Kraft und so viel Freude in mir. Ich hatte dann allerdings wenig Kraft, noch die Plazenta zu gebären. Das hat länger gedauert als bei der ersten Geburt. Dadurch, dass ich den Wehentropf hatte, kam die recht schnell. Da kamen dann allerdings auch noch ziemlich viele Blutklumpen und so bei der ersten Geburt, richtig große. Und das war diesmal gar nicht. Ich habe sehr wenig Blut verloren. Ja, und dann war die Plazenta geboren und ich bin einfach aus dem Pool raus und in mein Bett gegangen und konnte mich einfach hinlegen, mich in mein Bett kuscheln, meine beiden Kinder bei mir und ich war absolut im Frieden, ich war selig. Also ich glaube, das Gefühl nach so einer selbstbestimmten Geburt ist einfach unübertrefflich. Es gibt nichts, was für mich an Intensität darüber hinauskommt. Das ist einfach etwas, was ich jeder Frau wünsche, dass sie ihr Kind gebären kann und dieses herrliche Gefühl nach der Geburt genießen kann. Es ist, glaube ich, auch ein Stück Stolz, so etwas Unglaubliches geschafft zu haben. Und das einfach so, ohne Druck und Zerren und ohne Zangen und ohne Mittel und einfach so gebären zu können. Das ist, finde ich, das größte Wunder. Es ist sowas Simples und doch sowas Gewaltiges. Ja, ich habe die Zeit danach sehr genossen, gleich zu Hause zu sein. Wir haben eine Lotusgeburt gemacht, das heißt, wir haben nicht die Nabelschnur durchtrennt. Wir haben eine sehr, sehr intensive und schöne Zeit zusammen gehabt. Und für mich war die Geburt von meinem Sohn etwas so Natürliches. Leider fand ich es schade, dass meine Familie sehr skeptisch dagegenüber war. Der Mann von meiner Mama hat mich auch beschimpft, dass es verantwortungslos sei und ja, ich hatte da sehr viel Kritik von meiner Familie einzustecken. Ich glaube, genau deswegen finde ich solche Projekte wie diese sehr, sehr wichtig. Denn ich finde es einfach so verantwortungsvoll, wenn Frauen dort entbinden, wo sie sich am sichersten fühlen. Ob das im Krankenhaus ist oder zu Hause, ist, glaube ich, völlig egal. Hauptsache, dass jede einzelne Frau das für sich selbst entscheiden kann. Wo fühle ich mich wohl? Wo möchte ich gebären? Mit welchen Menschen möchte ich gebären? Und in welchem Tempo? Ich habe da auch viel über mich gelernt. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr zackiger Mensch. Ich bin ziemlich flott und den ganzen Tag unterwegs. Aber während meiner Geburten brauche ich sehr viel Zeit und sehr viel Behutsamkeit. Und die konnte ich mir bei meiner Hausgeburt nehmen. Ja. Ja, ich hoffe, dass ich vielleicht ein
schönen Beitrag dazu leisten konnte für dieses schöne Projekt. Ich danke dir, Lara, dass du das machst. Und ich wünsche euch Mamas und Schwangeren und Frauen sowas von schöne Geburten. Alles Liebe, macht's gut.